Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen und das dürfte besonders Carlo Ancelotti freuen, denn der Bayern-Trainer konnte heute, von einigen wenigen Rekonvaleszenten sowie dem weltreisenden Arturo Vidal abgesehen, erstmals wieder seinen kompletten Kader im Training begrüßen. In den letzten 10 Tagen konnten sich die Nationalspieler des FC Bayern München größtenteils über positive Ergebnisse und Erfahrungen freuen und das merkt man an der Stimmung an der Sevener Straße. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind und jetzt eben die nächsten Wochen werden ja auch heiße Wochen. Viele Spiele, viele Entscheidungen und dementsprechend sind wir gute Dinge. Unter Carlo Ancelotti haben die Bayern einen sehr guten Saisonstart hingelegt. Nun gilt es, diesen fortzusetzen. In den nächsten 3 Wochen kommen 7 Spiele auf die Bayern zu. Und gerade in dieser Saisonphase heißt es, in allen 3 Wettbewerben den Grundstein für eine titelreiche Saison zu legen. Natürlich wollen wir wieder Vollgas geben und gleich am Samstag gegen Frankfurt wieder beginnen, unser Spiel durchzuziehen und erfolgreichen Fußball zu spielen. Jetzt geht es wieder los, wo man alle 3 Tage spielen darf und die Vorfreude auf die Spiele ist natürlich sehr groß und wie gesagt, wir wollen da natürlich so erfolgreich wie möglich sein. Während die Herrenmannschaft sich auf das Bundesliga-Auswärtsspiel in Frankfurt vorbereitet, durften die Bayern-Frauen gestern Abend schon richtig jubeln. Durch das 4:1 im Rückspiel gegen die Hibernian Ladies qualifizierte sich die Mannschaft von Thomas Wörle souverän für das Achtelfinale der UEFA Women's Champions League. Wir wollten den Gegner wirklich auch bespielen, der sehr tief stand auch wieder. Und was mich persönlich freut, ist, dass wir die Torchancen, die wir haben, auch zu einem gewissen Prozentsatz auch nutzen und ja, damit einfach auch Selbstvertrauen sammeln. Weil das war sicherlich in den ersten Spielen der Liga so ein bisschen unser Manko. Ich denke, wir haben inhaltlich ganz gut gespielt, aber wir haben eben nicht so effizient vom Tor agiert. Am Wochenende steht das nächste wichtige Spiel gegen den SC Sand an und am Montag findet schon die Auslosung für das UEFA Women's Champions League Achtelfinale statt.